Und da sind wir wieder. Ja, wir, nämlich Wolf und ich. Ich und Wolf, der Esel halt. Und, toll. Neuer Part, neuer Troll. Verreck. Stirb, du Ungetüm. Hey Wolf, das könntest du sein. Ich hab's zwar noch nie gesehen, aber. Nein. Ich weiß nicht mal, was du tust. Ist doch offensichtlich. Wenn ich sage neuer Part, neuer Troll, werde ich wahrscheinlich nicht mit einem Troll einen Kaffee trinken. Verreck doch endlich. Ey, keine F-Leute. Nein, keine Vorwürfe. Ja, Deutschland sei eine schwere Sprache. Ja. Oh, eine Rolle. Ich hab zwar nicht hingeguckt, was für eine Rolle, aber Hauptsache wir haben eine. Sorry, aber das muss ich immer einmal machen, wenn ich hier Nerim neu mache. Ich habe Nerim tausendmal begonnen, aber nie wirklich gespielt. So, F5 für schnell speichern. Und dann. Jappa Jappa du! Juhu, ich bin tot! Wie hast du das jetzt geschafft? Ich bin gegen Stachelzaun gesprungen, das ist so geil, immer dagegen zu springen, das mache ich voll gerne. Du bist suizidgefährdet. Toll, jetzt kommt die ganze Zeit die Musik, dass wir gestorben sind. Ey. Ist das sehr ermutigend? Der Höhlentroll ignoriert mich. Epic. Ja. Wenn du das nachher siehst. Dann muss ich lachen. Ey. Ich werde von. Dings. Nein, 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 nein. Toll, ich bin in die Tiefe gefallen. Ich sag nur, du bist suizidgefährdet. Toll, einmal. Was? Bin ich absichtlich gestorben? Einmal aus Versehen. Aber ich sterb, ich schaff das noch über die Planken und spring dann nochmal. Schau mal, ignorante Trolle. Jetzt erst hat er sich umgedreht. Warte, wir haben doch hier Röllchen. Rolle der Blutlinie. Bams. Nee, Troll. Spring doch auch mal gegen das Gitter da. Das macht sehr viel Spaß. So. Glaubt irgendwie nicht. Hier sieht das Wartefenster anders aus. So, naja. Gehen wir etwas weiter. Eine Leiche. Kein Grabräuber. Lass die Leiche in Ruhe. Grabräuber. Ich bin selber untergraben. Haha. Ich will den Typ hier ins Loch werfen. Warte. Schaufel hast du ja dabei. Kannst du gleich mal graben. Nach oben graben, ne? Wo geht's hier? Ey, hier war ich noch nie. Wie geil. Wir sind hier nicht in Minecraft. Nicht nach oben graben. Ja, das ist selbst da eine blöde Idee. Scheiße. Geht doch. Ich dachte schon, ich hätte mich untergraben. Nein, Quatsch, zu viele. Deine Graberei, meine Gedanken. Verwirrt mich nur. So, jetzt mal hier das Ding entlang. Aber diesmal. Da. Nein. Nein. Hier sind sogar Items. Hier ist die Taverne. Nein, 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 nein. Ich will nicht runterfallen. Ich bin zu jung dafür. Was, da war eine Taverne? Ja, vom letzten Part noch. Scheiße, ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Wolf? Ich weiß es nicht. Okay, schätzen wir mal. Wir drehen schon. Drehen, ja. Nehmen schon 4 Minuten. Ja, ungefähr. Bis Viertel nach. Naja. Ja. Hier ist ein Loch. Und ist das eine Fackel? Ja, aber eine komische Fackel. Ein Loch und das sind Pfeile, die nach unten zeigen. Was kann du damit nur gemeint sein? Nach oben. Ja, genau. Naja, wir springen ja gerne mal in den Tod. Jappa, ich bin zu doof, um reinzuspringen. Husch. Ladeball. Ladedaten. Soldaten des Mittelreiches bewachen die Minengelände jederzeit und verteidigen es gegen die Widersache des Kanzlers Baratheon. Ich hab kein Wort verstanden. Guck den Part an.
Nein, tut was nicht. Ist das? Ein verfaultes Wesen, was ein Haken als Hand hat. Pah, Junge. Du siehst einfach nur hässlich aus. Oh, menschliche Haut. Jam, das esse ich gerne. Menschliche Haut. Was ist das? Geschärfte Spitzhacke, Dietrich, Trieche. Mal gucken. Das macht aber mehr Schaden als zwei Hände. Keine Ahnung, ich habe immer schon mit einem Schild gekämpft. Ich bin in Weben. Was ist das? Es kommt auf uns zugestürmt und es ist ein verfaultes Wesen. Zombie? Ohne Enterhaken. Ich denke schon. Boah, du hast mich geschlagen, du glitschiges etwas da. Das hat sich gerade geportet, das Mistvieh. It's a jumper. Oh mein Gott. Ich habe den Film irgendwie nie zu Ende geguckt. Wieso heile ich mich nicht? Boah, doch, minimal, aber. Ich bin schon irgendwie krank. Bist du ein Zombie? Wenn er nicht antwortet, wird es wohl ein Ja sein, weil er kein Gehirn mehr hat. Ich weiß es nicht, das ist alles genäht, so sehe ich nichts. Es sieht aus wie eine Moorleiche. Scheiße, fällt mir gerade auf, habe ich aufgenommen. Naja, wenn nicht, können wir das ja alles nochmal aufnehmen. Ja, das wäre noch nicht mal so negativ. Dann könnte ich nochmal gegen die Dinger springen. Du bist suizidgefährdet. Hier ist noch ein verfolgtes Wesen. Wieder mit Enterhaken. Irgendwie das Gefühl, Umbrella Corporation war hier. Darth Vader. Nein, welcher Film? Oh, noch eine Leiche. Gold. Ein verbranntes Wesen diesmal. Es ist am Brennen! Brenn! Es brennt in. Ja. Oh. Oho, sind. Oh. Das nennen die einfach. Oh, 40 Schockschaden. Die sind doch wahnsinnig. Ach, benutzen wir das mal einfach. Kamikamiha! Oh, das hat kaum was ausgemacht. Hat nur die. Uah, ich verrecke ja langsam. Wohltat. Stirb, du hässliches Vieh. Metzel, ich treffe aber nicht. Ha! Ich glaube, den Feuerzauber gegen den wäre sinnlos, weil er ist ja schon am Brennen. Versuch's halt. Nein. Doch, verschwende deinen Zauber. Zauberrollen sind selten. Die verrotten eh nur im Inventar. Du benutzt sie eh nie. Ich hab doch gerade eins benutzt. Oh, wir haben Genesungstränke dabei. Wir werden gewinnen. Juhu. Wetten, der droppt keine menschliche Haut. Der droppt entweder verbrannte Haut oder verbrannte menschliche Haut. Vielleicht droppt er auch nur Goldmünzen. Oder er droppt. Ja, was kann er denn noch droppen? Kalte Flammen? Nee. Ah, trinken wir ein Matt. Mettwürstchen. Wie man sieht, sind die Gegner in Nerim verdammt schwer. Also nix Schlacht in der Kaiserstadt. Muhahaha. Schlacht um Brumar. Die Tore von Quatsch. Quatsch mit Soße, ne? Ich dachte gerade, das Vieh wollte wegrennen. Nee, der hatte schon Low HP. Geht doch.